Das Duell der Aufsteiger zwischen Rasta Vechta und den Tigers Tübingen ist auch ein Duell der Topscorer. Tommy Kusi 26,5 Punkte im Schnitt gegen Javon Jackson von Tübingen. 25,5 Punkte im Schnitt bisher. Volles Haus in Vechta, über 3100 Zuschauer im Rasta-Dom. Tolle Kulisse, richtig kuschelig geht's los mit einer super Aktion. Javon Jackson auf Akubunu Iyogu. Tolles Alley-Oop-Anspiel auf den Nigerianer. Die spektakulärste Szene gleich zum Auftakt dieses Spiels. Dann aber übernimmt Vechta Joel Aminu, der zweitbeste Scorer im Team hinter Tommy Kusi, erwischt einen Sahnetag, trifft nach Belieben. Nach 10 Minuten führt Vechta 32:20 gegen die Tigers aus Tübingen. Das zweite Viertel. Tommy Kusi und im Nachfassen Johann Grünow, der ist 18-jährige Center in der Starting Five. Der macht an diesem Tag ein super Spiel. Jimmy Boheim bei Tübingen mit 12 Punkten bester, aber minus 13 Punkte für das Team von Danny Johnson zur Halbzeit. Dann nach dem Seitenwechsel Vechta richtig stark. Johann Grünow, welch ein Dunking, welch ein Tag von ihm, vom 18-Jährigen. 14 Punkte, 10 Rebounds, Double-Double für den Youngster im Team. Und die Topscorer der Liga, Tommy Kusi und auch Javon Jackson, eher mit einem ruhigen Tag. Tommy Kusi kommt auf 6 Punkte, 8 Assists, setzt seine Mitspieler gut in Szene. Und Javon Jackson ist am Ende dann doch Topscorer seiner Mannschaft mit 16 Punkten und auch 7 Assists. Aber das ist zu wenig. Ty Harrelson, der Coach der Vechtaner, zufrieden. Das dritte Spiel bringt den dritten Sieg und am Ende ist es sogar richtig deutlich. Flanagan mit dem Dreier am Ende mit Foul, 103:72. Vechta jubelt. Ja, ich glaube, wir haben einfach gut als Team zusammengespielt. Ich meine, viele Leute haben heute ihren Beitrag geleistet. Die Bretter haben wir dominiert. Da muss ich auch mal kurz ein großes Lob an Johann aussprechen. Ich glaube, Double-Double, 10 Rebounds mit 18 Jahren, muss man erstmal so machen. We just wanted to come out strong and hit first, and you know, they started making a lot of shots in the beginning of the game, and we fell back pretty quick, you know, and we just kind of wanted to pick up the pace and play better defense, but they out rebounded us a lot. Vechta hat einen bärenstarken Saisonstart, 3 Spiele, 3 Siege. Die Tübinger, die müssen sich im Rebound deutlich verbessern.